Denn um in die Vergangenheit zu kommen, müssen wir zu einem ganz bestimmten Moment springen. Entschuldigt. Nämlich zu den Kriegen, den Butzok-Mensch-Kriegen, die stattgefunden haben. Wie machen wir das am allerschönsten? Indem wir die Vergangenheitsformel auf die Statue anwenden. Und weg sind wir. Tu's dir, Mensch. Schließ dich mir an, um diesen großen Krieg zu verewigen. Ja, theoretisch könnten wir jetzt verewigt werden hier an der Stelle, aber ich glaube, dafür müssen wir ewig sitzen bleiben. Und ich hatte heute noch was anderes vor. Also gehen wir erstmal ein bisschen durch die Gegend. Untersuchen. Wir haben hier den Platz des Friedens, aha. Was muss von diesem Glas da unten auf die Rüstungen gelaufen sein? Okay, aus diesem Haus, aus dem Glas da ist irgendwas rausgekippt, merken wir uns. Vielleicht ist bei diesem Stein ein Hinweis zu finden. Ein Helm. Da ist mein Fisch! Mein Fisch! Ja, ich hab meinen Fisch! Juhu! Und da ist ein Maiskolben, den brauche ich auch. Den habe ich gesucht, Leute. Den Maiskolben brauchen wir auch noch. Sehr gut, so. Hier kommen wir leider nicht durch, glaube ich, oder? Doch, wir können dran vorbei. Oh, okay. Weil diese Statue theoretisch im Weg wäre, lesen wir die auch mal durch. Was für ein wunderbares Meisterwerk, dieser Butzuk-Krieger! Hab's schon lange nicht mehr gesehen. Muss wohl von den Siegern geklaut worden sein. Hehe. Ein Bildhauer. Mit dem wir nicht reden können. Okay, der scheint einfach nur ihn zu verewigen. Und das ist kein Problem für uns. Damit können wir leben. Zerbrochene Rüstung. Von den Überresten herzuschließen, muss der Kampf blutig gewesen sein. Also sehr blutig. Hat man ja schon in den einigen Story-Ausschnitten gehört. Ich will mit dem großen Mameluk reden. Los, Kommandant! Machen Sie mir die Freude! Erzählen Sie von Ihrer Eroberung! Ja, das war kein einfach Ding, diesen Hügel zu erobern. Hurra! Geht's genauer? Gab es wirklich keine Möglichkeit, mit den Einheimischen zusammenzuleben? Oh nein, wo denken Sie hin? Solch grausame, ungehobelte und plumpe Gestalten. Ich warte jetzt kurz, wie diese scheiß Geblubber weg ist. Was geht mir tierisch auf den Sack? Müsste jetzt sein? Woher wissen Sie das? Da Sie sie doch nicht gekannt haben? Als wir näher kamen, glaubten Sie uns abschrecken zu können, indem Sie eine furchtbare Kriegerstatue aufstellten. Doch unsere Waffen waren überlegen. Warum haben Sie nicht versucht zu verhandeln? Sie hätten möglicherweise akzeptiert. Es kam gar nicht in Frage, mit diesen Primitivlingen den Hafen des Friedens inmitten des feindlichen, wilden Dschungels zu teilen. Wir brauchten das Land. Also, der Mensch war wieder der besitzeinnehmende Faktor. Gab es wirklich keine Möglichkeit? Nein, gab es nicht anscheinend. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter nach rechts, denn hier drüben haben wir noch nicht alles untersucht. Zum Beispiel haben wir hier einen ziemlich angeschossenen Butzuk, mit dem wir noch reden müssen. Hallo, Butzuko. Hey, Doktor! Kann ich's packen? Mal ganz ehrlich! Beruhigen Sie sich, mein Freund! Ich möchte Ihnen helfen! Sie sind doch ein Mensch! Ihnen verdanke ich meinen Tod! Will ruhig sterben! Das ist nicht meine Schuld! Ich will bloß wissen, was hier passiert ist! Er scheint uns nicht zu vertrauen, weil wir ebenfalls ein Menschending sind. Ich hab einfach kein Vertrauen. Von mir kriegen Sie nix. Legen Sie sich bloß nicht auf. Sparen Sie Ihre Kräfte. Wie gewinnen wir das Vertrauen eines Butzuk-Kriegers? Nun ja, vielleicht mit einem bestimmten Zeichen? Dem königlichen Schlüsselbund? Sie sind ein Butzuk-Ritter. Aber wie ist das möglich? Bevor ich den Löffel abgebe, möchte ich Ihnen was verraten. Klapp, Knee, Bozig. Das ist der Geheimcode für die Truhe, die die Asche meines Opas enthält. Hab sie in den allgemeinen Trubel verlegt. Mögen Sie sie eines Tages finden und dann
Nehmen Sie dieses Horn. Es hilft, die Überlebenden zu finden. Ja. Das war der Code, den wir brauchen, um den Safe im Saal des Königs zu öffnen. Und wie man eine so riesige Truhe verlegen kann, verstehe ich immer noch nicht. Ist aber nicht schlimm. So, hat er uns jetzt irgendwas gegeben? Ja, ein Butzukhorn. Okay, es scheint noch einen Überlebenden zu geben. Wo könnte der sein? Vielleicht hier? Oh mein Gott, ein Überlebender! Ein zerquetschter Butzuk! Diese Position muss ganz schön unangenehm sein, oder? Sie müssen es nicht aussprechen! Der Schmerz ist doch sehr groß! Vor allem, wenn du oben drauf stehst, Woodruff, was bist du für ein Kameradenschwein hier? Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, sagen Sie es ruhig! Ich mag Ihnen etwas forsch erscheinen, aber wenn ich Sie bitten dürfte, zu versuchen, mich zu befreien... Ja, kannst du mal. Ja. Diese Position muss... Hatten wir schon. Gut, wie befreien wir den Kollegen? Ich glaube, wir müssen ein paar Steine schieben. Aber welchen Stein? Vielleicht den hier oben? Das ist viel zu schwer für mich. Du hast es nicht mehr versucht, du Weichei. Na gut, dann nehmen wir halt ein kleines Hilfsmittel zur Verfügung. Zum Beispiel diesen Dreizack hier. Und probieren mal, ob wir den damit bewegen können. Okay, dann halt den da oben. Oder den. Na komm, mach schon, Woodruff. Au. Ja. Nochmal. Au. Ja. Das ist viel zu schwer für mich. Ich glaube, der Stein ist ein wenig sehr groß. Und wirklich zu schwer für ihn. Naja, wenn wir den Stein nicht bewegen können, können wir vielleicht den Propheten bewegen. Ha, so retten wir Leute. Ha, gut, wir haben ein Menschenleben, ein Butzukleben gerettet. Wir können stolz auf uns sein. Wieso hast du dir die Mühe gemacht, mich dort rauszuholen? Bist du kein Mensch? Ich heiße Woodruff. Und ich komme aus einer Zukunft, wo nicht alle Menschen gegen die Butzuk sind. Aber die Menschen sind gekommen, um uns mit Gewalt vom Hügel runterzuwerfen, wo wir bis dahin friedvoll lebten. Zur Abschreckung stellten wir eine Kriegerstatue auf. Zu unserem Verderben, denn sie wurden nur noch aggressiver. Einige ihrer Familien haben überlebt und leben heute am Fuße des Hügels. Ich bin froh, das zu hören. Zum Dank werde ich dich, wenn ich wieder auf den Beinen bin, in die Statue lassen. Eine Macht, die nur meiner Familie gehört. Die Intuitionssilbe. Du kannst jetzt in ihren Besitz kommen. Ah, okay. Ich glaube, das ist doch normal, oder? Wieso hast du dir die... Nein. Er gibt uns die Intuitionssilbe nicht selber. Dafür müssen wir ihm in die Zukunft zurück. Aber bevor wir das tun, müssen wir wieder einen sehr wichtigen Schritt machen, Leute. Und dafür habe ich meinen geliebten Fisch. Wo ist mein Fisch? Wo ist mein Fisch? Da ist mein Fisch. Mein Goldfisch. Was könnte man mit einem Goldfisch anstellen? Nun, die alte Schachtel wollte uns ja einen Steinfisch geben. Wie können wir es also hinkriegen, einen Ersatz dafür zu bekommen? Ja, Woodruff, komm, mach mal ein paar Sit-Ups noch dazu, dann kann ich wenigstens in der Zeit was reden. Wir wissen ja, dass eine gewisse Statue von dem Typen hier in der Zukunft steht. Was passiert, wenn wir dem Bildhauer ein anderes Bild vorsetzen? Vielleicht dem Kollegen hier etwas in die Rüstung tun? Scheint er nicht sehr lustig gefunden zu haben. Ach schade, die Lachanimation hätte jetzt viel besser gepasst. Und der Bildhauer ist ziemlich sprachlos. Gut, damit sind wir ja fertig. Wir haben den großen Mamluk seinen Sieg ein wenig versaut. Und wir können in die Zukunft zurückkehren. Diesmal passt der Spruch. Zurück in die Zukunft. Oder wo ging's lang? Kriegerstatue. Ah hier, zur Gegenwart. Data, beam mich hoch. Scotty, Entschuldigung. Ha, und schon sieht die Statue ganz anders aus, nicht Leute?
Teufelskommandant, wenn er so rumfuchtelt, verliert er viel von seiner Aura. Finde ich auch. Und dafür bekommen wir, wenn wir seine Rüstung untersuchen, den Fisch, den wir reingesteckt haben, in Steinformat. Denn der Bildhauer war wirklich so nett und hat es originalgetreu nachgemacht. Mit einer kleinen künstlerischen Freiheit, wie man sieht. Sehr schön. Jetzt können wir... Gut, was können wir als nächstes machen? Wir können jetzt theoretisch zum Butzuk-Tempel zurückgehen und uns die nächste Silbe holen. Wir können noch bei einem gewissen Butzuk vorbeischauen. Und dann... Ja, ich weiß schon genau, wo wir heute Schluss machen. Das ist eine gute Idee. Erstmal... Ja, erstmal macht der wieder seine Alkoholtour fertig. Wir gehen wieder nach oben. Wir gehen zurück zum Butzuk-Tempel und holen uns die Stärke-Silbe. Die Silbe der Kraft. Herkules-Silbe. Wieder ein wenig Weg überbrücken. Können wir mal über die Kerkergasse, das dürfte halbwegs schneller gehen. Oh. Stand das Ding hier vorher schon? Ich glaube nicht, oder? Ja, ein Haus. Was ist denn das für ein Haus? Woodruff! Manieren bitte! Ein Schneckengehäuse, ein steinerner Arm. Schön. Und jetzt? Ist keiner zu Hause oder was? Na gut. Dann packen wir mal den Steinfisch hier in diese Aushöhlung. Lieber Woodruff, Glückwunsch, dass du so weit gekommen bist. Um deine Mühen zu erleichtern, hier ein Transportozon, das dich sofort zum Ort deiner Wahl bringt, falls du dort bereits gewesen bist. Der Schnippel ist jetzt fast in deiner Reichweite. Wirf einen Blick hinter das Porträt des Obersachs. Was auch immer dieses mit dem Porträt des Obersachs bedeutet, ich habe keine Ahnung. Ich frage mich, warum ich das Haus hier nicht auswählen kann. Warum kann ich das Haus nicht auswählen? Scheint wohl nicht ganz vollständig zu sein. Na egal. Vielleicht kommen wir später darauf zurück. Gut, mal gucken, ob das Transportozon so funktioniert, wie ich es möchte. Ah, hier. Dafür sind die Straßenschilder auch gedacht. Wir haben jetzt eine Übersicht über, Wirbelsenbrücknaxel und können uns jetzt, wenn wir hier auf einzelne Orte klicken, uns dorthin teleportieren. Freundschaftsbar. Wow, wow, Piputik. Und hier drüben haben wir den Thronsaal. Ja, damit können wir unsere Reisen um ein Vielfaches beschleunigen und auch dieses LP zum Glück. Denn ab dem Zeitpunkt hier werden die Reisen doch ein wenig größer. Und ich muss mir diese dumme Kamera scrollen nach links machen. So. Wir brauchen wieder unser Turbozon. Yep, so. Na gut, ich muss doch scrollen. Und brauchen wieder einen ganz bestimmten Code. Gabungsweise, Ratsaal, Thronsaal, Wortweise. Sultanzell, wir haben was. Glapp, Gne, Po, Zick. Okay. Glapp. Gne. Po. Zick. Ja. Warum geht er nicht auf? Ich erinnere mich dunkel daran, dass da wirklich irgendwas kaputt war mit diesem dummen Ding, aber ich weiß gerade nicht, was. Leute, Sekunde, ich muss das kurz überprüfen, in der Komplettlösung nochmal. Sonst stehen wir ewig, weil ich meine, der Code, der in der deutschen Version geschrieben ist, ist falsch. Gebt mir eine Sekunde. Ja, ich hatte recht, ein Übersetzungsfehler. Der richtige Kurs heißt Glappognezig. Hoffe ich zumindest jetzt mal. Glappognezig.
Auch wenn die deutschen Sprecher alle sehr cool sind, wie ich finde, ein Übersetzungsfehler, der einem das Weiterspielen verbietet, das ist ein übelster Designschnitzer, Leute. Dafür muss ich die Entwickler jetzt auf den Tod verurteilen. Na egal, dafür können wir jetzt die eben bekommene Silbe dem Kraftweisen geben, denn dieses komische Geflüster war die Energiesilbe. Herzlichen Dank! Dank Ihrer Hilfe finde ich meine legendäre Stärke wieder! Legendäre Stärke, mit der du eine Hantel heben kannst. Mein Glückwunsch. Nach Freude, jemanden in all seinen Fähigkeiten wieder gewinnen zu sehen! Hast du mir noch was zu sagen? Nach Freude? Nein. Gut, damit haben wir zumindest diesen einen Weisen jetzt wieder hingekriegt. Gut. So. Soweit ich mich erinnere, haben wir jetzt alles zusammen, um als nächstes den Weisen der Fruchtbarkeit zu finden. Das Problem ist, dass wir dafür eine etwas kompliziertere, Strategie fahren müssen. Denn der Kollege ist in der Irrenanstalt und da kommen wir so schnell nicht hin, außer durch den offensichtlichsten Weg. Wir müssen auch irre werden. Wie werden wir das? Und welche Zauberformeln werde ich das nächste Mal für uns basteln? Vielleicht basteln wir noch kurz eine falsche. Quack! 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 Die Kombination bringt's nicht. Menno. Ich dachte, passiert jetzt irgendwas Cooles. Na gut, dann verabschiede ich mich halt ganz standardmäßig, Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn wir den letzten Weisen... Ja, müsste euch der letzte sein. Nee, und der Kunstweise fehlt noch. Aber den Weisen der Fruchtbarkeit retten werden, indem wir selbst wahnsinnig werden. Ist das nicht schön? Okay, bis denn, Leute. Ciao.